Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht tust du dir auch schwer, Zahlen, Ziffern sich einzuprägen. Für unser Gehirn, unser Gedächtnis sind Zahlen und Ziffern ja was sehr Abstraktes und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du im Alltag, wie du im Studium und so weiter wirklich dir einfach Zahlen, Ziffern, Konzentrationen, Jahreszahlen, PIN-Codes und so weiter easy und auch langfristig einprägen kannst. Ja, um welche Lerntechnik geht es konkret? Um das Zahl-Bild-System. Vielleicht bist du da schon mal drüber gestolpert. Hier auf unserem YouTube-Kanal haben wir das schon ganz oft angewendet oder in unserem Lernpaket, wo wir zig Gedächtnispaläste gebaut haben und auch eins zu eins dieses Zahl-Bild-System verwenden und nutzen, das ich dir jetzt im Folgenden erklären möchte. Ja, das Prinzip hierbei ist ganz einfach. Du wandelst einfach die abstrakten Zahlen, Ziffern, wo auch immer die auftreten, in Bilder um. Weil natürlich abstrakte Ziffern kann unser Gehirngedächtnis viel, viel schlechter sich einprägen oder merken als eben ja bildliche Sachen. Hast du schon oft genug wahrscheinlich von mir gehört. Okay, und wie kann man das Ganze nutzen? Die Bilder, die du dann mit dem Zahlbildsystem gewonnen hast, kannst du dann in lustige, verrückte, brutale Geschichten packen oder in deinen Gedächtnispalast ablegen und kannst dir so die einzelnen Ziffern auch in richtiger Reihenfolge dann einprägen. Ja, im Folgenden werde ich dir jetzt meine Bilder für die einzelnen Ziffern von 0 bis 9 mit an die Hand geben. Du kannst selbst, und das schon mal vorab, wenn dir manche Bilder nicht so intuitiv vorkommen oder du sagst, boah, du würdest dir dafür was anderes vorstellen, kannst du das natürlich gerne machen. Das soll einfach eine Inspiration sein. Du kannst gerne meine Bilder verwenden. Du kannst es auch kombinieren mit deinen eigenen Bildern, mit Bildern von mir. Aber du musst nicht unbedingt eins zu eins meine Bilder verwenden. Und wichtiger Tipp noch, es ist jetzt nicht so, dass du die ganzen Bilder und so weiter jetzt auswendig lernen musst, sondern du kannst dir die im Optimalfall pseudologisch herleiten. Ich werde dir auch meine Eselsbrücken mit an die Hand geben, dass wenn du das Video jetzt zu Ende schaust, am Ende wirklich die ganzen Bilder zu den einzelnen Ziffern drauf hast. Und am Ende vom Video werde ich dir noch Tipps geben, wie du das Ganze dann anwenden kannst und wo eben diese Lerntechnik auch an ihre Grenzen stößt. Aber jetzt, let's go mit den Bildern zu den Ziffern von 0 bis 9. Ja, die Ziffer 0 sieht vielleicht aus wie ein Ei. Vielleicht könntest du dir ein rohes Ei vorstellen, gekochtes Ei, ein Osterei, vielleicht ein faules Ei. Das stinkt, kann man sich dann vielleicht auch noch besser vorstellen. Aber für die 0 kannst du dir zum Beispiel ein Ei vorstellen. Prinzipiell wäre auch möglich, sich irgendwas Rundes vorzustellen. Ein Fußball, Basketball, wie auch immer. Okay, also nächste Ziffer, die 1, kann man ja so schreiben wie einen einfachen Strich oder Linie. Und da könnt ihr dich vielleicht dran erinnern oder in unseren ganzen Merkvideos verwenden wir das auch, ein Gewehr. Ein Gewehr kann man immer gut was mitmachen und sieht so ähnlich aus von der Form her wie einfach so eine Strich wie eine 1. Dann die 2 ist vielleicht von der Form her so ähnlich geformt wie ein Schwanenhals oder ein Hals von einem Geier. Deswegen nutzen wir immer einen Geier in unseren Merkvideos und kannst du jetzt auch in Zukunft verwenden. Die 3 klingt schon so ähnlich wie ein Dreizack oder der Dreizack hat ja auch vielleicht 3 Zacken und so kannst du dir schon mal etwas Bildliches für die Ziffer 3 vorstellen. Die 4, du könntest dir zum Beispiel einen Stuhl vorstellen, der 4 Stuhlbeine hat. Könnte auch ein Tisch sein oder es könnte auch ein Auto mit 4 Rädern sein. In unseren Merkvideos oder ich persönlich nehme dann immer für die 4 den Stuhl mit eben den 4 Stuhlbeinen. Die 5 könnte man sich, ist vielleicht naheliegend, eine Hand vorstellen mit den 5 Fingern. Für die Ziffer 6 könnte man sich eine Schmuddelszene vorstellen oder vielleicht auch einen Würfel mit 6 Seiten oder einen Würfel, der immer die 6 würfelt. Dann die Ziffer 7. Für 7 könntest du dir zum Beispiel die 7 Zwerge oder einer der 7 Zwerge vorstellen. 7 wie 7 Zwerge. Bei der 8 könntest du dir vielleicht eine Achterbahn vorstellen. Klingt so ähnlich. Und Achterbahn klingt eben wie eine 8. Und zum Schluss noch die 9. Du hast vielleicht schon mal Kegel gespielt. Es gibt 9 Kegel und könntest du dir dafür eben symbolisch einen dieser Kegel vorstellen. Du könntest dir auch vielleicht einen Luftballon vorstellen. Das sieht vielleicht so ähnlich aus wie ein Luftballon an der Schnur für die 9. Wie gesagt, schau, welche Bilder für dich Sinn machen oder wo du sagst, da kannst du gar nicht so viel anfangen oder meine Eselsbrücke war jetzt nicht so intuitiv für dich, dann kannst du natürlich jederzeit deine eigenen Bilder dafür verwenden oder ein paar Bilder austauschen. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Die 0 könnte man sich ein Ei vorstellen, für die 1 ein Gewehr, für die 2 einen Geier mit seinem gebogenen Hals, für die 3 einen Dreizack, für die 4 einen Stuhl, für die 5 die Hand, für die 6 ein Würfel oder eine Schmuddelszene, für die 7 die 7 Zwerge, die 8 könnte man sich stattdessen eine Achterbahn vorstellen und die 9 einen Kegel von den 9 Kegeln.
Ja, wie kannst du jetzt diese Lerntechnik, das Zahl-Bild-System, ganz konkret anwenden? Zum einen haben wir ganz viele Beispiele schon hier auf YouTube. Ich verlinke es dir hier oben oder dann unten in der Videobeschreibung. Wie kannst du prinzipiell vorgehen? Du kannst die einzelnen Bilder ziffern, ob das deine Konzentration ist, was auch immer, einfach in diese Bilder übersetzen der Reihe nach und dir daraus eine lustige, brutale, verrückte Geschichte basteln. Meistens ist es ja so, wenn du dir Zahlen, Ziffern einprägen möchtest, du musst auch die Reihenfolge wissen, deswegen ist es hierbei wichtig bei diesen Geschichten, dass du wirklich die erste Ziffer mit der zweiten Ziffer oder dem entsprechenden Bild dazu verknüpfst. Mit dem zweiten Bild verknüpfst du dann das dritte Bild, die dritte Ziffer und so weiter, dass es wie so eine Perlenkette ist, dass das eine lineare Geschichte wird und nicht so ein Knäuel, dass alles irgendwie miteinander interagiert, weil dann weißt du die Reihenfolge nicht mehr, dann kommst du durcheinander, verwechselst Sachen. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Lerntechnik, sondern deswegen der Tipp und ein wichtiger Tipp. Versuch wirklich, das erste Bild zur ersten Ziffer verknüpfen mit dem zweiten Bild, der zweiten Ziffer, das zweite Bild mit dem dritten, das dritte mit dem vierten und so weiter. Jetzt habe ich schon gesagt am Anfang oder angedeutet, diese Lerntechnik funktioniert natürlich nicht so gut, wenn du dir 100 Ziffern, jetzt übertrieben gesprochen, einprägen möchtest in der richtigen Reihenfolge an einem Stück, sondern wann ist sie geeignet? Am besten, wenn du so ungefähr eine Handvoll an Ziffern, die einprägen möchtest. Das reicht meistens schon im Studium oder Schule oder im Alltag. Die Grenze ist wirklich, wenn du dir zum Beispiel eine Handynummer mit, ich glaube, 12 Ziffern einprägen möchtest, da ist es schon so, da wird die Geschichte dann schon sehr, sehr lang. Ich tue mir dann schon immer schwer, so lange Geschichten sich einzuprägen. Funktioniert auch. Probier es einfach für dich aus. Manche können sich auch Geschichten mit 20 so Bildern einprägen. Falls du auch sagst, wie bei mir, oh, die Geschichte wird zu lang, kann ich dir immer empfehlen, auf den Gedächtnispalast umzusteigen. Du kannst einfach das Zahl-Bild-System und die Bilder daraus mit den Ziffern eben auch ja, in den Gedächtnispalast der Reihe nach ablegen und da gibt es dann keine Grenzen, ob du dir dann 10 Ziffern merkst, 50 oder 100, ist dann eigentlich fast egal. Also nochmal zusammengefasst, wenn du eine Handvoll Ziffern, die einprägen möchtest, ist dieses Zahlbildsystem wunderbar geeignet. Es kommt eben an seine Grenzen, wenn es dann eben darüber hinausgeht, du verwechselst dann Bilder, vergisst vielleicht, wie die Geschichte weiterging und so weiter, da dann eben Gedächtnispaläste nutzen. Noch ein weiterer Tipp. Wenn du wirklich sagst, dieses Zahl-Bild-System reicht dir nicht, weil du viele Ziffern, Zahlen dir einprägen möchtest, dann gibt es noch das Major- oder Master-System. Das ist ganz cool, weil man wandelt dann immer ja quasi zwei Ziffern in ein Bild um und muss so oder dadurch wird dann die Geschichte einfach kürzer. Das ist eine Technik, die ist dann auch ein bisschen komplexer und nicht ganz so einfach. Die kann ich aber einfach mal ja in einem weiteren Video erklären. Falls dich das interessiert, schreib es mir gerne in die Kommentare. Jetzt würde es mich noch interessieren, hast du selbst schon mal diese Lerntechnik verwendet, genutzt? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, auch wenn du noch Fragen dazu hast. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Falls du es noch nicht gemacht hast, kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall unseren ja, YouTube-Kanal zu abonnieren, das Glöckchen zu aktivieren. Dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Zahlen- und Ziffernmerken und beim Ausprobieren und Anwenden ja, von dem Zahl-Bild-System. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.